Was steht da drauf? Straßburg und Zürich. Okay. Komm. Ja, hopp. Jetzt für in den kompletten Kabinen sitzt niemand. Das ist ein Scheißmord, da konnte man gar nicht schlafen. 400 Kilometer noch in etwa. 380 Kilometer. Ach komm, diese 20 Kilometer. Ja. Hier macht man dieser Simulator mega viel Spaß, auch wenn man hier kaum was macht, außer die ganze Zeit LKW. Hey, hier fehlt der Mittelstreifen. Der Mittelstreifen. Okay. Da kommt ein Auto. Ich sollte wieder ernst fahren. Ich habe ihm einmal ein Hübchen gegeben. Oh, da sind Vögel. Schwarze Vögel. Da vorne kommt wieder der Mittelstreifen. Ups, da bin ich gerade von meiner Stuhllehne abgerutscht, also von da, wo ich meine Arme ablege. Ja. Ich glaube, nach dem Auftrag höre ich doch auf, mein Grad. Damit ich keine, weil ich ja nichts habe, über das labern kann, gibt mir so der Spaß. Und ich glaube, für euch ist auch nicht so spannend, wenn ich nichts laber, großartig. Und ja, deshalb. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie noch die Zeit wieder tot kriege. Soll ich auf jeden Fall aber noch durchziehen, jetzt diesen Auftrag hier. Ja. Im baut ein wenig weiter eine Let's Show Map. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ui, hier können Rehe sein. Vollgas geben. Ja, komm. Mit über 90. Ach ja, damit ich übrigens über 90 fahren kann, das ist eine Mod. Das ist so eine Realistik-Mod. Da fällt sich der LKW ein bisschen realistischer. Und da gibt es eben zwei Versionen von. Und in der einen Version kann man halt, gibt es halt keine Speed Limits mehr. Also kannst halt so schnell fahren, wie der LKW schafft. Und ich ja 90 und dann ist Schluss. So, einfach Vollgas geben. Hier ist ein Berg. Gerade mal von 90 auf 60 runtergefallen, weil ich im Berg hoch mehr oder weniger gerollt bin. Wir haben gerade an der Seite so ein Kreuz und Kreuz hier ist jemand wegen Unfall verreckt. Also glaube ich, sah sehr kreuzhaft aus. Warum sind hier so komische Teile? Keine Ahnung. Ja, man sieht einen schwarzen Fleck im rechten Spiegel, das ist wahrscheinlich ein Vogel. Ich weiß gar nicht, sind wir mittlerweile schon wieder in Deutschland? Ich glaube schon. Nein, glaub nicht, oder?
Hier ist Mannheim. Ich weiß es nicht. Warte, hier ist Luxemburg. Doch, wir sind in Deutschland. Weil hier geht dann, glaube ich, die französische Grenze irgendwie so entlang. So. Nice. Da finde ich keine Stadt. Nice. Oh, ist das eine Baustelle? Da ist ein Baustellenschild. Bitte. Ja, das ist eine Baustelle. Straßenrandbaustelle. Dog. Bagger stand auf der Straße halb drauf. Oh, da vorne geht, muss ich rechts fahren. Boah, ja, bremst doch nicht so. DSF. Ja, wo biegst du ab? Kein Blinker setzen, ne? Schön kein Blinker setzen. Jetzt setzt es dann, als er schon abgebogen ist. Das gibt's ja nicht. Ein Spätblinker. Ja. Ich überlege gerade, welcher Tag heute ist, wenn das Video rauskommt. Das müsste jetzt in etwa Part 8 sein. Ist das Part 8? Ich glaube schon, damit es Part 8 gerade ist. Gut. Dann ist heute, glaube ich, der 16.9. 10. natürlich. 16.10. Ja, 16.10. könnte so sein. 16. oder 17. irgendwie so. km/h. Pam. Erstmal Tempo. Tempometer. Doch, Tempomat, so heißt es. Gesetz. Wir können Rehe sein. Aber Wirklichkeit sind ja nur Hasen. Ich weiß ganz genau. Ganz genau, ich glaube, die nur Hasen sind. 70. Fahren. Ja, ich mach gerne die Warnblinker an. Achtung, Achtung, ein LKW-Fahrer. Ein cooler LKW-Fahrer. Hi. Ja, hab ich mit 30 hier rumgurke. Weil er hat extrem viel Zeit, mich jetzt zu fotografieren. Boah. Hi, Sonnenblumen. Sonnenblumen sind immer nach der Sonne ausgerichtet. Da kommt ihr Name. Vermutlich. Da oben schweben wieder die Vögel. Irgendwie so ein Mod, der diese macht damit. So, tote Fliegen an der Scheibe kleben mir auch los. Ja, aber immer dann. Ups, das war der falsche Knopf. Da immer ab und zu den machen muss jetzt. Ja, die Fliegen weg sind. Wegfliegen! Irgendwas mit Unfall.
Ach komm, ich fahr mal ein bisschen schneller. Woher gibt es einen Schlangenweg? Warum denn das? Naja, aber hier habe ich mein Tempo. Ich habe mein Tempomat doch gerade gesetzt. So, Tempomat sitzen, damit ich hier nicht zu schnell werde. Weil Kurven sind echt gefährlich. Krass, 200 Kilometer immer noch. Ich will jetzt mal auf eine ordentliche Straße kommen. Mich nicht die ganze Zeit, also auf eine Autobahn, mich nicht die ganze Zeit hier rumgurken muss. Hey, hier geht's bergauf. Okay, ich geb Gas. Krass. Der LKW, der ist so mega schlecht. Wie langsam der nur fährt, wenn es ein bisschen bergauf geht. Schöne Aussicht hat man hier aber. Das da. Oh, das ist ein bisschen mein Sitz hier. Von hinten mein Sitz. Da ist auch so ein Mod drin, damit man ein bisschen anders hier sitzt. Im LKW. Ein Sitzpositionen. Ich glaube, da sitzt man höher oder so. Ein bisschen Blitzer. Vorne links ist ein Steinwerk. Äh, 70 darf man hier wieder fahren. Unfallstrecke. Baum. 4%. Oh. 4% geht hier runter. Hier ist Unfallsgefahr, damit man in einen Baum reinfährt. Das ist das beste Schild, was ich je gesehen habe. Ja, hier ist Unfallsgefahr, du konntest in einen Baum reinfahren. Wem passiert das schon? Wahrscheinlich mir gleich. Oder? Ja, ich hab's geschafft. Und hier sollen wieder andere LKWs. Wie weit geht's denn hier noch runter? Oh, ich glaube, da vorne geht's wieder auf eine Autobahn. Endlich. Da vorne auf eine Autobahn geht, da freue ich mich ja. Sieht sehr so aus. Yep. Hier ist Autobahn. Ja, komm, fahrt. Hier ist Radar. Oh, wer mich vorlässt. Nein. Einfach so auf der Autobahn. Ja, schalt jetzt an und lass den vor. Es scheinen wohl nette Menschen zu geben. Ach komm. Oh, hier schneit.
auf den Shell zumindest. Ein TNT-Auto. Warum ist links die Straße so ein bisschen erhöht? Keine Ahnung. Weil wir fahren hier auch gerade runter. Okay, das ist ein bisschen erhöht jetzt nur noch. Und hier geht's wieder runter. Oh, hier kommt das Spiel jetzt erst mit Radarkontrolle fertig ist. Ja. Da vorne ist ein braunes Schild. Und das ist von Kloster Schöntal. Hier gibt es wohl irgendwo ein Kloster. Ah, nee. Das hier ist so eins, wo eine extra Bahn dafür kommt zum Abfahren. Schön, schön. Muss ich ja schon mal so überlegen, dieser Mapmacher, was er alles gebaut hat. Weil der hat ja nicht nur so ein bisschen was da verändert an der hat hier Länder, komplette Länder hinzugefügt. Von den Ländern gab es ja die Grundrisse noch nicht mal so gesehen. Jetzt muss er ja alles machen. Freistaat Bayern. Ja, Hammer. Warte mal. Ich muss in 2 Stunden eine Pause machen. Ja, okay, aber in der Zeit krieg ich noch fertig gefahren. In der Zeit krieg ich es noch fertig gefahren. Sagt er und schlief ein. Da würde ich nur diese Strecke zu Ende bringen. Also es tut mir mega leid, wenn es gerade nicht mehr so unterhaltsam ist. Aber ich habe halt gerade keine Lust mehr. Und die Strecke ist bald vorbei. Bei Polizei. Ich lasse mich hier mal durchrollen. Durchrollen. Boah. Verdammt. Da habe ich wohl den Bus angefahren. Ja, das ist hier hell. Und wieder in den Tunnel rein. Wusch. Ja. Nach dem Tunnel kommt ein Licht? Fragezeichen. Hat ein sehr schönes Licht im Tunnel an. Ja.
Also soll er so sein Licht noch an, Licht lieber ausmachen, ne, zum Beispiel? Boah, okay. 30 Kilometer noch, gehen locker flockig zu fahren. Hier mal gerade vom Gas runter. Denn, ja, so 60 km/h. Schneller sollte man hier nicht hochfahren. Eigentlich steht ja so ein Schild, ja, schön mit 40 km/h hochfahren. Ja, ja. Garantiert. Okay, ich fahre gerade mit 30 hoch. Tut mir ja leid. Oh, da vorne kommt ja so ein braunes Schild. Über was diesmal? Dieses Mal ist es. Irgendwas mit geschichtliches, naturwissenschaftliches Museum oder sowas? Keine Ahnung. Hier einmal runter. Bisschen Gas geben. So. Siebzig darf man hier fahren. Gut, einmal Gas geben wieder. Stau gefahren, Berufsverkehr. Aha. Schön. Ich bin mir nicht sicher, ob es in diesem Spiel hier Berufsverkehr gibt. Da ist sogar... Auf dem Bus ist sogar eine Telefonnummer und eine Website dabei. Eurolines.com. Muss man mal ausprobieren. Ja, ja, hey, die Klappe, du bist doch gleich da. 2 Kilometer noch. Kann man gerade gucken. Ja, ist noch eine Stunde Zeit. Erster Aufenthalt in Nürnberg. Das lief wahrscheinlich diesmal schon wieder. Ah, Kühlkonti. Ich und mein Kühlkonti. So, da vorne ist ja der Busch. Ich habe eine Arbeitsagentur gefunden. So, mal gucken, ob ich hier reinkomme. Hopp, ich glaube, ich geh's lieber ab. Gute Arbeit. Tada. Okay, ich habe keinen Level abbekommen. Aber 9000, fast 10.000 Euro. Ist gut. Ist gut, gut. Okay. Und... Ich verabschiede mich jetzt erstmal hier. Ich speichere noch schnell. So, speichern. Let's Play. Ich mache lieber noch einen neuen. So, warte, hier hinten. Let's Play. Punkt 2. Speichern.
Nein. Neuer Spielstand. Let's play Punkt 2. So. Okay, und dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.